Hi, ich bin Ellie und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Diese Woche habe ich mal was ganz anderes für euch, nämlich ich werde heute meinen allerersten Vlog drehen. Denn ich bin diese Woche auf der Berliner Fashion Week unterwegs. Ja, und es werden 4 Tage mit 4 verschiedenen Looks folgen. Ja, und heute ist der erste Look. Ich werde nachher gleich ins Soho House gehen, auf ein Event von Boohoo. Und ja, dafür habe ich mich ein bisschen schon mal in Schale gelegt. Ein bisschen so eine. Ja, ich weiß nicht, sehr Color Explosion, ein bisschen 80s-inspired Make-up aufgelegt. Und der freue mich auf jeden Fall schon jetzt dann demnächst loszugehen. Und ich werde euch einfach dann so Impressionen zeigen, wie ich die nächsten Tage so verbringe, was wir alles erleben. Und einfach so ein bisschen auch euch einfach mitnehmen, wie so eine Fashion Week abläuft, wenn man da eben quasi als Gast da ist. Ja, und da meine Kamera leider relativ groß ist, kann ich die nicht so mitnehmen. Und ich habe keine Vlogging-Kamera zum aktuellen Zeitpunkt, deswegen müssen wir mit dem Handy einiges filmen. Aber das sollte, denke ich, soweit kein Problem sein, ja. Und dann möchte ich jetzt gar nicht mehr so viel rumschnacken und dann geht's gleich los mit meinem Vlog zur Januar Fashion Week in Berlin 2020. Also viel Spaß! Was machen wir gerade? Ja, wir dürfen nämlich pro Person ein paar Sachen mitnehmen und schauen jetzt ein bisschen in der Location rum. Ist halt wirklich iconic. Ja, das ist gerade bei so einer Glitzerecke. Hier gibt es ganz viele Kleiderstangen und nachher werde ich auch noch ein bisschen zeigen, was wir denn so gekauft haben. So, wir sind gerade in unserer Umkleide für die Looks. Wir haben also einfach ein Hotelzimmer. Und die Umkleide ist ein Hotelzimmer. I love it. Ja, ist schon glamorous. Aber jetzt müssen wir uns mal zusammenreißen. Draußen warten, Leute. Zeig mal das Badezimmer, Bitch. Ja, wir haben da sogar noch so quasi mit Bad und allem richtig nice. So, so, das ist hier der Gang im Soho House. Wir sind jetzt gerade wirklich auf dem Heimweg von dem Event. Ja, da hinten ist das dann nämlich gewesen. Der Tankpot war ja mal so ein Fail. Ja, also wie ein ganzes Leben. Und wie fandest du das Event? Voll schön. Richtig nice. Auch mega nett das Team von Boohoo. Love it. So, und wir machen uns jetzt langsam schon auf den Heimweg. Das war genug für heute. Nämlich, nee, heute ist so der Einstiegstag. Wir haben nur ein Aber Event. Aber war ein richtig guter Einstieg. Ja, tatsächlich. War ziemlich Gar cool. Gar nicht so krass mitgerechnet. Und morgen geht's dann richtig los mit den ersten Fashion-Shows. Yes, morgen wird gesurft. Also morgen und übermorgen sind unsere vollsten Tage. Hallo, wir sind jetzt schon bei Tag 2 der Berliner Fashion Week. Ja, und heute habe ich mal meinen, ich glaube, aufwendigsten Look, meinen most special Look rausgekramt. Ja, ich werde nämlich heute grün auf die Show gehen. Wir sind jetzt gleich auf dem Weg zur ersten Show von Danny Reinke, Bitch. Und Hi. Danach wollen wir auf die Blogger-Lounge von Hashmack. Ich hoffe, wir schaffen das alles zeitlich. Und danach geht's auf die Cashmere oder Kashmir Victim Show. Und da läuft Trixie heute. Yes, Queen. Ja, she's a friend of mine. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall schon mega. So, wir sind jetzt on our way to the Fashion Week. Und ich muss sagen, mich wundert das voll, dass mich alle anschauen. Habe ich was im Gesicht oder wie? Ja, da so ein Pickel hier oben. Sorry, der ist mir da nicht aufgefallen. Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch, oder ich habe halt immer gedacht, ich hätte was zwischen den Zähnen so. But man kann es den Leuten einfach nicht recht machen. Nee. Ist so. Menschheit ist nie zufrieden. True that. So, this is my outfit of the day. Ja.
wunderschön. Natürlich am Ende dieses opulente Kleid, also wirklich ist schon Couture, was er macht. Also das ist, ich bin begeistert. Ich war auch wirklich begeistert. Also die Farben, das war alles wirklich richtig schön. So, wir sind jetzt auf dem Weg zur Hashmack Blogger Lounge. Ja, und da bin ich mal gespannt, was uns da alles so erwartet. Die Fashion Show war auf jeden Fall wirklich mega toll, auch wie Rolf gesagt hat. Ich war auf jeden Fall wirklich begeistert. Die Muster, die Farben, ich hatte ein paar Impressionen gesehen. Also ich muss sagen, echt sehr schön. Ja, wir sind jetzt jeden Moment eben bei dieser Blogger Lounge. Burger wird ja auch extra auf meine Hautfarbe heute ausgewählt. Ja, ich finde schon aber genau gleich, also wo der blau sein soll. Um diese Paletten zu bekommen, braucht Luca 5 goldene Bälle aus diesem Bad. Und ich glaube, er hat die Challenge accepted. Yes. Was machst du jetzt? So. Hold my purse, bitch. Yes. Oh. 30 Sekunden, oder? 5 goldene Bälle. Oh Gott. Ich schaff nicht ein. Du gibst es bitte dein Bestes. Okay. Ja, weiter, Luca. Weiter. Ich habe ganz viele Nägel verloren. Oh nein! Fass mir nicht alles zu, Tim. Da bin ich Einsatz, Freunde. Das ist genau. Du Opfer! So, ich durfte mir gerade einen Pinsel hier mit so Lasergravur machen lassen. Der ist da gerade drin. Ja, die gute Ari hat einen eigenen Pinsel. Ich zeige dir natürlich das Endergebnis. Ein Pinsel mit einem Diamantchen über meinem Namen. Ja, und von Marina Hamannsee. Da ist der Design richtig schön. So, jetzt können wir uns hier noch so eine süße. Hier können wir uns noch an der Hitchler Candy Bar und eine kleine Tüte zusammenstellen. Und ja, hier gibt es auch ganz viele Getränke und so weiter. Ja, und dann machen wir uns gleich zur nächsten Fashion Show auf dem Weg. So, wir sitzen jetzt bei unserer letzten Fashion Show für heute. Und wer läuft gerade gleich? Rixi, Shari, Toni und Sally. Really excited. Richtig gespannt. Yes. Du bist jetzt in der zweiten Reihe, hätte ich nicht gedacht. I'm a little bit sweaty. Tschüss. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Meine Füße tun dezent weh, weil ich ja den ganzen Tag in High Heels. Aber ja, ich hoffe, euch hat der erste Teil meines Vlogs gefallen, weil ich habe so viel Videomaterial, dass ich das Ganze in zwei Teile aufgliede. Ja, und dann geht es einfach demnächst wieder weiter mit den nächsten zwei Tagen. Die werde ich nämlich dann separat vloggen. Wow. Auf jeden Fall würde ich mich mega freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, mich abonniert, am besten mit Glocke. Benachrichtigungen an, Bitches. Bei Instagram vorbeischaut, auch bei Luca. Ich bin rumgelaufen. Und ihr kommentiert mir auf einer Skala von 1 bis 10, wie iconic das ist, grün auf Skala die Fashion Week zu gehen. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal, eure Ellie. Bye. Mua.